lange ist eigentlich Training? Ich komme mir schon sehr lange vor. War kalt? Ja. Aber auch nicht geil. Was? War auch nicht geil. Nee, gibt's nichts Geiles gerade. Weil das halt auch das extrem gefährlich. Es ist einfach nur einmal heute Motorrad gefühlt, mehr nicht. Weil du siehst sogar sau wenig durch die Sonne, die so beschissen scheint. Und man sieht die Kanten auch nicht, ne? Man sieht die Kanten nicht. Ja. Alles gut. Habe ich auch noch. Ich habe gerade geguckt in der letzten Runde, ich habe versucht, einen Anhaltspunkt zu finden. Ja. Wo ich von da aus kurz rein, dass ich gerade zu dem Sprung drauffahren kann. Findest du dort nicht? Komm erstmal zurück, wärm dich auf, schön Tee trinken. Mach schön easy, ja. Viele harte Kanten. Bei den Sprüngen immer ganz links oder rechts halten. Wie gesagt, mach schön easy. Die Kanten sind räudig. Hohe Gänge fahren und bei den Sprüngen links, rechts. Nur fühlen, mehr ist jetzt nicht. Okay? So, ich gucke mal nach der Zeit. Wo ist Moin jetzt so? Also hat jetzt noch 4 Minuten, das sind nur 2 Runden anscheinend. Wir sind nur 3. Ja, sehe ich. Müsste jetzt eigentlich durchs Ziel kommen. Ja, jetzt Ziel. Jo, ist Ende. Die andere Runde auch nicht gefilmt. So, die letzte stand aber grün, 338, beste letzte. Eben. Fahr nochmal hin. Einmal oder was hatte vor? Was sagst du? Einmal starten. Ja, einmal reicht eigentlich. Stück vor. Ja. Kantig. Hinter der Treppe. Ja, es gibt dann eine Spur und die ist halt schon jetzt übel zerbügelt. Ja, und mit den Platten, dass die Platten sich so komisch ausfahren. Ist das der mit Beimer schon mal? Ich muss auf jeden Fall kacken. Ich auch. Sehr gut. Die Sau. Wollen wir kacken fahren? Gerne. Dann lass uns kacken. Komm jetzt. Und sie war 13. Das meine ich manchmal so mit Intensität beim Training. Aber alles cool, ist halt nur Training. Wir haben noch ein bisschen Zeit dann, aber in den Puschen kommen halt. Nick sagte hinten einfach zu viel in den Löchern auch gesessen. Hier auch zu viel Rutscher gehabt, da abgewinkelt, in eine Kurve schnell rein, aber die Gerade Schwung weg. Fokus auf die Geraden. Füße hacken ein bisschen weiter runter. Hinterradbremse war gut, da bist du ein wenig rangegangen. Aber Drehzahl, Fokus auf die Geraden hat gefehlt. Ich baue jetzt in der Mittagspause Startkarte auf. Frühzeitig dahin kommen, trainieren. Ich zeige euch noch genau, wo das ist. Jeder 2 Starts und dann Vorstart nachher. Schön ausruhen, viel zu dir nehmen, viel trinken. Okay? Denk dran, vorm Rennen nachher, hinten 2 Starts. Zeige ich dir nachher nochmal. So, jetzt Noah, ja. Sieht gut aus. Ja. Kann ja starten, aber ist genau hier die Rille dahinter, ja. Ja, aber es, sag ich mal, ein bisschen drüber springen, da sieht es jetzt auch nicht geiler aus, weißt du? Ich glaube, die das nicht nochmal abziehen. Glaube nicht. Theoretisch müssten sie es machen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er durch den Boden danach schon gut, also vorne sein halt wird. Besser als hier, ja. Ja.
Boah, guck jetzt, sind da Spuren. Hast gesehen, gleich stehen geblieben. Ja. Ach, das heißt stehen bleiben, im Stehen fahren oder was? Naja, nicht im Stehen, aber Füße. Okay. Füße nicht auf den Boden setzen, dann weißt du auch nicht hinsetzen so viel. Noah erst ab drittletzte Runde. Lockerer, runder, kreative Spurenwahl. Ja. Bleibt jetzt hier auch schön stehen. Vorsprung hat sich verlängert. Ja, einfach besser. Noah war am Struggeln. Ja. Nico auch, aber Nico ist. Hä? Hat auch mal Luft geholt zwischendurch. Ja. Hat es am Anfang zu verkrampft, schlechte Spuren gefahren, zu viel gesessen, ja, ja. Aber jetzt am Ende besser geworden. Ja. Bein zu viel runter gemacht. Nachher, so die letzten 3-4 Runden hast du erst angefangen, ein bisschen andere Spuren kreativer runter zu fahren. Aber es hätte früher kommen müssen. Mach mal gleich. Über den Table drüber, auf jeden Fall viel weiter links landen, also auch aus der rechts schon raus, wissen, wo du danach hin willst, weil du bist eben Mitte rechts gelandet und bist dann gerade auf die Kurve zugefahren, hast kurz den Anlieger genommen, hast den Fuß schon wieder runtergenommen, bist dann weiter nach außen wieder in den Anlieger rein, im Sitzen nicht einmal aufgestanden gefühlt in der Kurve, wieder Fuß nicht auf der Raste, was dann auch beim Beschleunigen zu dem Lang nach hinten auch wieder scheiße ist, weil es da übelst kantig wird. Also über den Table drüber, links halten, Mitte links, von außen im Stehen rein, Druck viel mehr auf die innere Raste, war auch wieder viel zu wenig Druck, beziehungsweise Fuß runter und gar keinen Druck gegeben. Außen an den Anlieger ran, also entweder winkelst du die Kurve hinten auch nochmal ab, dass du nur kurz gegenfährst und dann nach innen reinfährst. Kannst du an den Bällen vorbeifahren, an den Kanten rechts? Rechts, beim Rausfahren rechts? Ja. Ja, naja, kannst ja dann am Anlieger bleiben und links fahren. Aber ich weiß nicht, ob abwinkeln da, habe ich nicht gesehen eben. Ich fahre jetzt gleich nochmal rum, guck's nochmal an und dann können wir nochmal. Links ist zwar der Absprung besser. Da springst du ja eh nicht. Ich spring nicht, deswegen. Und auf jeden Fall den Table oben auch viel weiter nach hinten an die Kante ranspringen. Nicht übelst reinbremsen und nur einen Meter, sondern bis vorspringen und dann rüber. Es war bei Oskar auch übelst reingebremst und gefühlt aufs Plateau nur zur Hälfte gesprungen und dann nur beschleunigt, einfach den ganzen Schwung mitnehmen, bis ranspringen und dann rüberfahren. Weil dazwischen dieses kleine Stück beschleunigen, glaube ich, macht es da dann einfach nicht mehr. Und den Rest gucke ich jetzt gleich nochmal. Auf jeden Fall ist die lange links jetzt unten. Sind Spieß und Noah die ganze Zeit komplett auch hinten links raus zu rechts komplett außen geblieben. Und ganz spitz an die rechts rangefahren. So ein bisschen gegen den Ball gegen. Und dann in so ein Loch runter rein. Und das habe ich ein Foto in die Gruppe geschickt. Dann die Rechtskurve, wenn die geht nach außen, da sind die ganzen Wellen. Da kann man ein bisschen weiter rechts bleiben. Abgesehen. Ja. Danach die, weiß ich nicht, was da besser ist, ob ganz hin. Danach die links runter, ja. Ich guck gleich rum Weil und dann sage ich dir Bescheid. Die ersten zwei Runden war da okay. Und das heißt, außen ist halt komplett von vorne bis hinten scheiße. Aber dann gab es kurz bevor der Anlieger so anfängt, war eine Rille unten unter den Wellen. Und dann hat man. Dann hattest du nur die Eingangswellen, aber die nicht. Nee, gar nicht. Okay, Eingangswellen nicht und dann am Ende aber zwei Schnitt, zwei okay. Große. Aber das war besser als da überall Deutschland. Ja, ich fahr. Ja, die 80er sind fertig. Ich fahr jetzt mal mit Pitbike rum und dann mache ich ein paar Fotos und stelle die gleich in die Gruppe. Ja? Warum man nochmal Start macht. Ja? Weil die Pausen dazwischen einfach insgesamt so lange sind, dass der Körper dazwischen nach einer Anstrengung auch mal runterfährt und insgesamt der ganze Tag ist halt sehr, sehr stressig für die Fahrer, alles aufgeregt und dass man die aus dem ganzen Prozedere dadurch nochmal rausholt. Jetzt kommt es drauf an, nochmal das Gefühl zur Kupplung bei Vollgas und deshalb ist es so wichtig, vorher nochmal Start zu machen.
Ausgang zu wenig Druck auf die Fußraste gemacht und dadurch nicht wirklich vorwärts gekommen, ein bisschen wenig Gefühl, denn durch den fehlenden Kontakt an den Fußrasten geht es schnell nach links und rechts und nach zu wenig Kontrolle auf dem Hinterrad. Ja, war erst Start, sie war die Woche krank und das Ganze erstmal mit entspannter Vorsicht genießen. Natürlich Druck machen, aber einfach nur gemeinsam Training fahren. Du sollst Lennox mal motivieren, auch wenn er jetzt hingefallen ist, dass er einfach sein Ding machen soll. Nicht Kopf hängen lassen, er sieht so ein bisschen unmotiviert aus. Alles klar. Komm, 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 komm! So einfach atmen, einfach atmen. Sieht auf jeden Fall unter Druck aus. Ja. Für seine Ellbogen, weil er sonst immer mit den Ellbogen zu weit am Körper dran fährt, dass er wieder den Arnold macht, um mehr Stabilität und so was. Lennox hat immer den Drang dazu, seine Ellbogen ganz dolle hängen zu lassen und so kriegt er wieder mehr Spannung rein. Also es ist bei ihm auf jeden Fall auch eine Kraftfrage. Nach einer Viertelstunde ist er auf jeden Fall auch immer richtig Sense. Sieht gut aus in den Langen. Hat ein bisschen Timing-Scheiße gemacht beim Landen und so, aber sonst. Au! Ja, warte mal. Sieht richtig gut aus. Schön früh auf den Löchern im Stehen rüber, schön weggeführt, sauber. Schönes Timing, Spuren variiert, sieht gut aus. Gut getimed eben in den Wellen und auf andere Spuren gefahren. Sieht gut aus. Ja, Nico klebt auf jeden Fall an seinem Hinterrad, aber jetzt ein bisschen die Pech hatte mit Überrundung. Das sah gut aus. Bodeutsch hat aufgehalten und überrunden, aber sonst sieht es gut aus. Treppe springen sie auch nicht mehr, Alter. Ja, Standpunkt. 15.20 Uhr hier in Dolle. Sonne steht tief, viele Spuren, ist schwer zu fahren und auch gefährlich. Man hat bei den Profis gesehen, die Treppe konnte nicht mehr gesprungen werden. Und das hat schon ganz schön was zu heißen hier. Noah den zweiten Lauf jetzt gewinnen können, hat ein schönes Battle mit Nico Koch gehabt. Im ersten Lauf Zweiter gewesen, also gute Position. Hier in Dolle drei Läufe, der letzte Lauf auch ziemlich spät. Und das ist ja der alles entscheidende Lauf denn. Und dann schauen wir mal, ob Podium heute rauskommt. Der zweite Lauf in Dolle von Katharina. Hat einen sehr guten Start gehabt auf 10, ist jetzt vorgefahren auf 7. Ich weiß gar nicht bei den Ladies, weil die mit den in der anderen Klasse zusammenfahren, ob das für ein Podium reicht. Würde mich wirklich freuen. Und ja, bin begeistert, wie sie gefahren ist. Füße fast immer draufgelassen,
losgelassen, wenig Hinterradbremse. Wirklich super. Jetzt ist letzte Runde, wird abgewunken. Konnte an Fahrer ranfahren, die letztes Jahr noch auf einem anderen Level waren. Und das zeigt mir, dass wir einen guten Zug gemacht haben und an den richtigen Dingen gearbeitet haben. Kommt jetzt durchs Ziel, letzte Kurve. Bisschen proud. Das hast du ganz toll gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Ist noch nicht auf. Und du bist die ganze Zeit so schön clean gefahren. Wirklich, jetzt, richtig, richtig gut. Start, bisschen schlecht rausgekommen, aber diesmal Ellbogen gezeigt. Und schön durchgesäbelt, ja. Das war gut. Schön rangefahren. Konstant, clean, sauber, genau so. Happy. Happy. MX2 jetzt. Die Strecke ist mega kaputt, extrem, wirklich extrem kaputt. Sehr, sehr schwierig hier schöne Spuren zu finden. Gibt auch immer keinen Idealspruch für jeden Fahrer. Jeder anderes Level, anderes Fahrwerk, Zweitakt, Viertakt und. Auch Fahrstile komplett anders. Daher ist es immer nur wichtig, den Fahrern Alternativen aufzuzeigen, um lernen, schlau zu fahren und kreativ auf der Strecke zu sein. Und wirklich an Spuren zu denken, zu sehen, die jetzt gar keiner fährt. Wirklich ganz außergewöhnlich. Und auch das Kreuzen ist halt sehr, sehr schwer. Und der Fokus liegt halt immer auf den Geraden. Daher ist die Kurve an sich selbst vom Weg her immer gar nicht so entscheidend, sondern eher wie viel Schwung nehmt über die ganze Gerade mit. Und das ist jetzt so wichtig, dass die Jungs kreativ sind, konstant fahren, sich an die Basics halten und ja, sehr, sehr sauber fahren. Auch wenn es von der Distanz jetzt nicht so lange her, also so lange ist jetzt in dem Modo. Ja, es ist Anfang des Jahres und viele haben noch Probleme mit Fahrwerk oder alles noch nicht so perfekt. Dafür sind diese Vorbereitungsrennen immer ja, großartig, um da nochmal an vielen Dingen arbeiten zu können. Let's go! Oh, fährt auch sehr kreativ. Von innen, außen, quer gekreuzt. Junge, die Strecke ist Weltkrieg hier. Das ist unnormal. Guck mal, die Strecke unnormal. Go, go, go! Zeig mal Lennox ruhig an. Ruhig, der hetzt sich gerade ganz schön. Konstant. Ja genau, geiles Battle. Viel Schwung aufbauen, viel ganz innen, ganz außen. Auch mal unkonventionelle Wege suchen, die du sonst so nicht kennst, weil Wintercup immer nur speziell ist. Wird hier immer längere Wege wählen, dass das Beschleunigen nicht so hart ist und dass du die Wellen länger reiten kannst. Ja? Ja, außen im Allgemeinen. Lieber surfen, entspannt und dann Schwung aufbauen auf die Geraden. Und wenn, wie vorhin, wenn einer von hinten drückt oder so, einfach mal vorbeilassen, lernen und gucken, was dabei ist. Muss ganz kreativ jetzt sein. Halt dich an die Basics und stell die Füße auch hin. Außenfuß war immer hier so noch und dann federt der nicht. Beide Füße immer schön ballen. Reaktion, naja, Reaktion war schlecht, aber danach ist richtig gut vorwärts. Bestimmt freut. Hier kommt die Startnummer 300. Hier kommt Noah Ludwig. Ja, Tag lief
Auf jeden Fall ganz gut für mich. Ich war im ersten auf 2, im zweiten auf 1, im dritten Lauf war ich Vierter. Ich war ja ziemlich kaputt im dritten Lauf. Micha und Nick haben einen richtig guten Job gemacht heute. Haben mir viel geholfen auf jeden Fall, was Spuren angeht, alles drum und dran. Ja, es war so ein erstes Testrennen natürlich, wie wir uns abstimmen. Und jetzt haben wir noch mal ein paar Wochen zum Training vor uns, bevor es zum ADAC nach Trainer geht. Und ja, da haben wir noch mal ein paar Wochen Zeit, um alles zu fixen, auch beim Training. Und ich denke, dass wir den gut dastehen, den Trainer. Ja, Doll ist zu Ende. Strecke war rough. Kreative Spurenfahrer, das Wichtigste. Noah jetzt den dritten Lauf gehabt, nach einmal den zweiten Platz, ersten Platz, jetzt Vierter geworden. Der Umstieg auf die 450 ist, ja, man braucht noch ein bisschen Zeit, wir müssen noch an einigen Dingen arbeiten. Aber insgesamt haben wir schon gesehen, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Ja, problematisch waren die langen Wellen. Der Umstieg auf von der 250 ist ein komplett anderer Fahrstil aufs große Bike. Und ja, so Linienwahl in Bezug auf 450 müssen wir noch dran arbeiten, plus ein bisschen Fahrstil und einigen anderen Dingen. Also könnt gespannt sein, gibt noch genug zu tun und ja, weiter geht's. An diesem Wochenende Nick Seger mit als Co-Trainer dabei gehabt. Wir arbeiten für die gesamte Masters-Saison zusammen. Er unterstützt mich mit seinem guten Auge. Es ist sehr, sehr wichtig, die Strecke von überall zu sehen, was man alleine nur sehr schwer schaffen kann. Hier ist ein gutes Beispiel für unsere Arbeit. Es ist bis zum Streckenrand bzw. Markierung ist erlaubt zu fahren. Hier in dem Fall ist es der Zaun. Man könnte noch komplett links und rechts von der Strecke fahren, was viel mehr Alternativen sind und Kraft sparen kann. Man kann den gesamten Motor viel effizienter fahren, mal durchatmen. Und das ist eine gute Linie, bisschen Joker Lane, der Wall ist hier, aber keine Begrenzung, beziehungsweise Grenze ist der Zaun, ist noch weiter, daher hier gute Joker Lane. Normalerweise geht hier auch mit 125er drüber, jetzt in der MX1 hat man gesehen, man kann kaum noch abheben. Strecke ist schon wirklich sehr, sehr stark kaputt, verschieden ausgefahren, durch den Frost auch im Untergrund noch hart und dadurch fährt sich auch manchmal sehr, sehr fies hier aus. Ich glaube, war für alle ziemlich anstrengend und ja, kreative Spurenwahl mit am wichtigsten.